Jo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute testen wir mal schöne Salutraketen von ABA in der Kategorie F2. Die Strobe Salut Rakete R1. Ja, 10 Stück sind in der Packung und ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf die Teile. Sind die gleichen meiner Meinung nach wie diese Blitz- und Donnerraketen, die man ja schon kennt in dieser Papiertüte. Und ja, jetzt schauen wir uns mal eine an. Sind sehr, sehr kleine Raketen. Ich meine, ihr seht es im Verhältnis zu meiner Hand. 8 Gramm NEM steht hier drauf. Aber ja, von der Größe darf man sich nicht täuschen lassen, denn die Dinger sind wirklich krass. Strobe Salut heißen die, denn beim Aufstieg gibt es so einen Strobe-Effekt noch und dann natürlich ein dicker Salutknall. Und ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß beim Testvideo. Ich denke, als Vergleichswert werden wir noch einen Flashbang oder so aus dem Lidl dazu zünden, damit man die Lautstärke richtig einschätzen kann. Und ja, let's go! So, jetzt testen wir für euch die Strobe Salut von ABA. Spoiler, das sind richtig krasse Raketen. Wir machen einfach mal eine, dann machen wir als Vergleichswert hier den normalen Weco Flashbang und dann die anderen zwei, würde ich sagen. So, mach eine an hier. Mach mal grad mal. Nice. Ein Flashbang. Flashbang als kleiner Lautstärkevergleich. Oh mein Gott. Ja. Oh, war eigentlich auch ganz laut. Aber die Strobe Salut sind dumpfer auf jeden Fall. Ja, machen wir hier nochmal die zweite, ne? Einzeln? Ja, einzeln, komm, die sind so schön. Und auch nicht billig eigentlich. Also deutlich dumpferer Knall als der Flashbang. Und dieses, das ist auch geil, dieser Strobe-Aufstieg, das habe ich noch nie gesehen davor. Das ist richtig cool. Und Titan ist auch gut. Der passt echt gut zusammen. Alle Salut-Raketen sollten so sein. Boah, richtig geil. Die sind geil. Wie die dann fliegen und ja. Also extrem schöner Effekt, was anderes mal. Muss man sich auf jeden Fall holen, wenn man die sieht, auch wenn sie ein bisschen teurer sind. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Video, Pyrus.